Kann ich nicht. Ich habe jetzt also sowas wie Magie und so, so ein Dingsbums. Mir gerade auf den Arsch gehauen. Nee, ne? Nee, der Typ sah verdächtig aus. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier! Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Aha. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Was? Danke, Sirona. Dann bis bald. Was? Was war das für eine Stimme? Ich hinterfrage das nicht. Was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Was ist denn das für eine Stimme? Die sind alle komisch. Ich habe eine Blechstimme. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. What? Merkwürdig. Ich die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Scheiße gelaufen, alter Mann, hm? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Macht den doch aber jetzt fertig, dann habt ihr so viel Probleme weniger. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Ich verstehe halt sowas nicht. Den jetzt zu killen, wäre wunderbar. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Was habe ich denn für eine komische Brille? Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Yep. Ich finde die Stimme auch irgendwie befremdlich. Wie so eine deutsche Synchrostimme von Michael Jackson. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Ja, ist mir schon klar. Muss ich hier draufklicken? Kann ich nicht einfach mit dem Steuerkreuz?
Aber das geht einfach so. Ich dachte, ich kann, das geht nur von Wegpunkt zu Wegpunkt. Interessant. Bei Witcher musste man wenigstens an einen Wegpunkt gehen. Das war eigentlich perfekte Balance. Es war nicht ganz so verwöhnt wie, du kannst auf der Map überall hinreisen, wo du bockig bist. Und auf der anderen Seite musst du nicht durch die gesamte Map latschen. Jo, das gab einen Batzen EP. Ja, Bücher kaputt machen. Immer gut. Ich nehme nochmal einen Apfel. Ist Eulenpost erhalten. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Alles klar, Mr. Fick. Er heißt wirklich so. Mr. Fick. Vitre delicious. Kann ich jetzt auch irgendwo hochgehen? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Vielleicht sollte ich mal unten links auf die Karte gucken. Schick hier. Erstmal alle den Schlund kippen, was man findet. Da ist auch noch so ein Ding. Rebellion. Was haben Sie jetzt vor? Was haben Sie jetzt vor? Ach. Die gute Dame in dem Gemälde, die ist lieb. Die hat irgendwie so eine ganz erquickende Stimme. Leuchtturm entdeckt. Plündere ich mal wieder Truhen, um Kohle zu kriegen. Ich sag's dir, die können alle zaubern. Hallo Katze. Oh, jetzt abschießen. Aber ich muss dahin. Hey, hier wird nicht geschlafen. Glaub's geht los. Auf der anderen Seite. Kann ich. Will zwar jetzt nichts sagen, aber. Das sieht verdächtig aus. Okay, ich. Hier steht drin der fickende Ochse. Auf diesem Porträt ist der Zauberer Baruffio abgebildet, der durch sein Gehirnelixier berühmt wurde und als Beispiel dazu dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er anstatt einem F ein S ausgesprochen und fand sich auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf dem Brustkorb. Ja, ist klar, ne? Nicht gesammelte Belohnung? Wo? Aufträge, keine Aufgabe. Sammlungen. Was zum... Stuff. Ja, ich habe schon ein bisschen was gesammelt hier. Nicht gesammelte Belohnungen. Inventar. Ey, ich verstehe es nicht. Aufträge. Werde ich nehmen? Hey! Ihr Lümmel! Nicht. Abgeschlossen. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Okay. Was ist das? Habe ich noch was im Inventar? Oder sind das nur Sammlungen?
So, kann ich die jetzt auch anziehen? Natürlich nicht. Die Brille sieht so komisch aus. Die Augenbrille, warum? Aber wenn die nicht so gut, wer weiß, ne? Sieht einfach so hässlich aus, das Ding. Zauberstabköpfe. Passt schon. Und wo finde ich jetzt meine Belohnung? Gar nicht. Das ist super. Hallo, ich wollte... So viel zum Thema Aufträge. Warum hat sich der Auftrag wieder abgelehnt? Muss ich runter oder muss ich hoch? Ich glaube, hier war schon richtig. Kann ich hier hinsetzen? Nein, schade. Hallo, dicke Bertha. Hey. Porträt der fetten Dame. Ich verarsch den, ehrlich. Schön. Streichelt ja gerade ein Enton? Ein Schnabeltier. Wo muss ich denn lang? Revelio. Hier gibt es auch eine Schatztruhe, steht hier. Aber wo? Wahrscheinlich draußen. Irgendwo. Wie, ich muss runter? Oh. Gerade noch einmal runter. Okay. Was? War das? Ich fühle mich so von der... Ich hatte einen Frosch im Hals. Ah, die machen Musik. Das ist schön. Eine Geige? Okay. Ach hier. Lumos. Levioso. Reparo. Na, kannst du nicht einfach da hochgehen oder irgendwas draufhauen oder so? Schade, ich dachte, können die alle klatschen. Gut, dann halt nicht. Kann doch nochmal am Globus drehen. Ui. Warum ist die Brücke schief? Gefällt mir nicht. Ich wette mit dir, wenn mein PC langsamer wäre, dann würde der wesentlich langsamer durch die Dingsbums gehen. La 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 la. Ja, ich... Boah, Mann, wo... Das ist doch herrlich. Es tut mir wirklich leid. Wird er da gerade von seiner Alten gejagt? Was hat dieser Schlingel schon wieder gemacht? Wieder mal auf Abenteuertour? Immer! Lumos. No.
Okay, das ist eine normale Toilette. Das ist eigentlich die Frauentoilette. Und wenn eine Dame auf besondere Wünsche steht, dann kann man da schon mal was machen. Im letzten Jungklo war auf dem einen Scheißhaus ganz, ganz angenehm. Rebellion. Ein Dingsbums. Ein Kuchen versteckt. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier lang. Da ist der Alte. Professor Fick. Professor Fick. Hallo, Professor Fick. Die Dame Mademoiselle steht auf ihren Dick. Nein. Ich will euch das Spiel nicht versauen. Als wäre meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unfreundlichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten, in der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigellus Black. Rebellion. Gibt's hier noch irgendwas zu sammeln oder so? Ich meine, hier wäre schon mal gewesen. Kann ich dem die Bücher kaputt machen? Ja. Ich hab eine Vase kaputt gemacht. Ich hab eine Vase kaputt gemacht. Hallo, alter Mann. Ich glaub mal kurz deine Truhe. Danke. Hält jetzt mir. Zieh ich noch irgendwas? Nee, ne? Schade. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Dir sicher? Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber... Mein Wenn Unterricht, unsere Erfahrung ja. in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gedacht. Gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht Bücher geht es wirklich sein. Nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen das Sie zu ja mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Och, komm schon. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Danke. Kann ich dem Shit automatisch folgen? Danke. Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle? Ach, ich übertreib doch nicht. Niemals. Muss ich jetzt runter oder hoch?
glaube runter. Dü. Ich habe keine Ahnung, ob das geclaimt werden kann. Aber auf der anderen Seite. Ey! Oh Mann, komm schon. Was zum Geier? Autsch. Lass mich da runter. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Was ist denn los, Kleine? Klar, du darfst gerne mal ein Eier lutschen. Weißt du nicht, wer ich bin? Nö. Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Okay. Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Nö. Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Was? Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Noch. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Noch. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Nee. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Jemand ist Koboldsteine. Lol. Ich finde diese Truhe gruselig. Also, wir haben jetzt wieder ganz viel Stuff. Ja, das hinterfrage ich jetzt nicht. Sind denn eigentlich alles meine Aufträge? So, Professor Hectors Aufgabe. Ich würde gerne mit dir jetzt über zusätzliche Aufgaben sprechen. Finde Zenobias Koboldsteine. Geheimnisse der Waspenkenne. Du musst den Feuermachtzauber erlernen. Ich würde sagen... Machen wir mal die Karte. Auftragsprotokoll öffnen. Geheimnisse der verbotenen Abteilung. Hallo, ich hab doch... Zauberstark, was? Flugliteratur. Ich will doch... Nee. So, dann bekomme ich jetzt am besten hin. So, hier links soll doch irgendwas sein. Da. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Revelio. Akir. Hallo, ich will diesen Stein haben. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Das sind keine Koboldsteine, das sind Liebeskugeln. Die schiebt sie sich in den Arsch. Meine Familie folgt vielen Tradition. Mit einem
Okay, der Brunnen ist cool. Was? Kochen ohne Magie ist anstrengend? Du faule Socke. Hier sind bestimmt mit einem Zauber versehen und vibrieren. Herrlich. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Revelio. Wo ist denn jetzt dieser Kackstein? Ach, hier. So. Wo ist denn der nächste Kackstein? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Revelio. Ach, hier. Aber noch schon mal ein paar Steinchen, oder? Otter! Wie komme ich da jetzt hin? Yo! Ich dachte schon. Da läuft jetzt was, aber das war jetzt einfach nur. Hey Jungs, nicht auf die Schülerin spucken. Schon wieder. Warte mal. 9 minus 2 sind 7. Dann haben wir hier den Schlachenkopf. 1, 2, 3, 4. Hier 5, 6. Das bedeutet, links müsste 3 sein und somit die Ziege. Wenn es richtig ist. So, Eier 4. Minus 1. Minus 0. 3. Auch schon wieder die Ziege. Nein, ich will das rollen. Das verstehe ich nicht. Ich weiß, ich verstehe halt nicht mal, wie das gelöst werden soll. Warte mal, 14, das plus Schlange plus 2 gleich 14. Das ist mir schon klar. Wie viel plus Schlange plus 2 ist 14? Theoretisch. So, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 4. 2 plus 4 sind 6 plus 3 sind 14. Ja, das ist richtig. Aber was ist das da unten mit der 4? So. 1 plus 0. Plus 3. Auch schon wieder eine Ziege. Das miteinander zu tun. Das ist doch komisch. Warte mal, hier vielleicht auf der rechten Seite dieser Tentakelkopf. Und hier die Ziege. Ich verstehe es zwar nicht, ob das stimmt, aber... ich habe keine Ahnung. Verstehe es nicht. Das ist die Schlange. Warte mal. 2 plus 1, 2, 3, 4 sind 6. Also fehlt hier noch die 3, um auf die 9 zu kommen. Das ist die Ziege. Das stimmt. Das ist das Doppelfragezeichen. Wie viel plus 1? Plus 0. Oder ist das Minus? Das wäre jetzt die Frage. 0. Ah, das ist 0. Schlange ist 3. Ah. 0, 1, 2, 3. Okay, okay, okay.
Okay, 2 plus 3 sind 5. Also fehlen hier 4. Also muss da 0, 1, 2, 3, 4. Also diese... Das könnte das hier sein. Und hier... 3. 0, 1, 2, 3. Schlange. Haha. Aha, aha, aha. Ich mach da mal einen Screenshot von. Das... Ja. War nicht ganz so schlau. Aber ich kann das auch bestimmt nochmal nachlesen, oder? Nee, kann ich nicht. Och, Menno. Auch nicht. Doch, kann ich. Verstehe, verstehe. Okay, das ist cool. Rivelio. Unterrichtsraum. Aha, aha. So, wollen wir mal gucken. So. 0, 1, 2, 3. 5. Plus 6. Sind 11. Bedeutet, hier links muss die 4 hin. 0, 1, 2, 3, 4. Die Schlange. Warte mal. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Plus 6 sind 11. Plus 4. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Das Küken. Oder was es auch sein soll. Hier unten. 0 plus 13. Fehlt hier die 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dieser komische. Diese Muskelkrabbe oder was das Vieh sein soll. Aha. Rebellion. Oh, blaugrüner Schal mit Umkehrmotiv. Uhrwerkmotiv. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Jetzt sieht das nämlich schon wesentlich... Was? Zauberstabgriff? Cool. Plus 4. Oh! Voll offensiv. Der hat's voll gebracht. So, was haben wir denn noch hier? Ein Fragezeichen. So, 6 plus 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 plus 5 sind wieder 11. Also muss hier die 6 ran. Das bedeutet hier dieser Gecko da. Und hier 0 plus 7. Und hier kommt dann die 1. Das ist dieses Einhorn. Okay, das ist cool. Das ist echt cool. Sammlung Globen. Okay, okay, okay. Cool. So. Outfit. Okay, ist jetzt nicht so viel besser, aber besser als gar nichts, ne?
Dreieck, Truhe. Traditioneller Schulumhang. Ja, von mir aus. Warte mal, von da kam ich. Kann ich da rein? Nee, warte mal, von hier kam ich. Das habe ich gelöst, okay. Aber das sieht er noch. Revelio. Okay. Okay, das lief wirklich gut. Hätte ich so nicht gedacht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das Zeug von der Kleinen da noch kriege. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, ich weiß. Jetzt lass mich... Fedora mit Uhrwerkmotiv. Okay, Fedora, der könnte interessant aussehen. Oha. Naja. Alles nicht so super. Ich finde den Hut zu hässlich. Die Frage ist nur, wie komme ich da dran? Da muss ich von außen hin. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Revelio. Niesendes Schnabeltier. Schön. Glaube ich, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich in dem Franchise von Harry Schwanz und Fotzenpotter nicht aus. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, müssen wir den YouTube-Part hier mal beenden. Also dann, bis gleich.